Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, da wollen wir doch gleich mal loslegen, hier weiterzufahren. Ich guck mal gleich mal in den Frachtmarkt. Wir sind jetzt in Bremen. Also wir können natürlich nach Dortmund fahren, aber ich würde mal sagen, wir fahren heute mal nach Groningen. Es ist nämlich in der Niederlande und da kommen wir mal in ein anderes Land. Ist da auch mal nicht schlecht. Und so weniger verdienen wir da jetzt auch nicht. Und das nehmen wir mal an hier und stellen das als Navi-Ziel ein. Und fahren heute das erste Mal ins Ausland, nämlich in die Niederlande. Huhu! Es war gerade ein bisschen die Musik weg hier. Wahrscheinlich weil es die Daten lädt. Jojo. Gut. Wollen wir gleich mal den Motor starten und mal zu unserem Anhänger fahren. Fail. Wir müssen erstmal darum. Und jetzt müssen wir mal links rüber. Von links kommt jetzt nichts mehr, von rechts auch nicht. Also geben wir einfach mal Gas hier. Da müssen wir eigentlich schon die nächste rechts müssen. Oh, hier ist wieder rot. Aber es wird grün, wenn die uns sieht, die Ampel. Das ist doch schön. Und nochmal rechts. Wow. Hui, da war ich ein bisschen zu schnell, aber auch wieder so schnell abgebremst. Na komm. Hier, Company. Genau, nach Groningen möchten wir. Ah, hier steht noch ein anderer Fahrer. Der parkt hier einfach mal. Auch nicht schlecht bei FCP. Einfach mal zu warten. Das sehen wieder aus wie Traktoren, die wir transportieren müssen. Hatten wir glaube ich irgendwann schon mal. Ich kann das mal gucken. Ja, Traktoren, genau. Was? Exakt, wir haben noch 8 Stunden. Und so Zeit, da passt das jetzt super. Well, so rechts. So, von links kommt nichts und da fahren wir gleich mal weiter. Immer Fuß auf dem Gas lassen. Well. Naja. Oh, hier ist schon wieder rot. Vor allem, was ich auch so toll finde, vorne, auch die Kennzeichen von unserem LKW vorne, der ist richtig cool, der ist es auch mit Dresden und so. Also dort, wo unser Stadt war, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und hier vor uns ist zum Beispiel auch einer aus Dresden, also die Kennzeichen wurden auch schöner gemacht und viel mehr mit reingebracht von Städten. Also auf jeden Fall wieder was Cooles dabei. Immer wieder Pluspunkte sammelt Euro Truck Simulator 2 für mich hier. Ich habe bisher eigentlich noch keinen richtigen Fehler oder irgendwie was Blödes gesehen, wo ich sage, oh Alter, das ist richtig scheiße. Nee, das war eigentlich jetzt hier noch nicht, soweit ich jetzt weiß. Soweit ich mich erinnere, eigentlich nicht, ne? So, wir haben grün, Freundchen, du kannst losfahren. Jetzt sind wir nochmal super um die Kurve rumgekommen. So muss es immer klappen. Nicht angerammelt, aber gerade wunderschön scharf die Kurve genommen.
Das passt, Leute. So, das Grün nehmen wir noch mit. Haben wir mal noch schnell den Grasstreifen oder mehr, was es immer sein soll. Irgendwie so ein Streifen in der Mitte von der Straße, glaube ich, sind geschnitten, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, den nächsten müssen wir reichen, also bleiben wir gleich mal hier auf der Spur. Na, hauen wir diesmal uns nicht auf die Seite, nein. Alles wunderbar gepasst. Ah, die nächste Ausfahrt müssen wir schon wieder runter. Wahrscheinlich geht es dann mit der Landstraße weiter. Hat man ja jetzt in dieser Aufnahmesession ja noch nicht. Also wie gesagt, habe ich gerade erstmal eine kurze Pause wieder gemacht. Habe ich jetzt gerade das wieder rangesetzt und drehe noch jetzt die letzte Folge. Ja, für nächste Woche Samstag. Also für den Samstag, den ihr natürlich heute habt. Bei mir heute ist noch ein Samstag, den 19. glaube ich. Ja. Dann fahren wir gleich mal runter. Und nein, das ist keine Landstraße. Das ist noch eine Autobahn. Wir sind bloß von einer Autobahn zur anderen Autobahn gewechselt. Und ja, jetzt noch schnell rauffahren und dann go. Mit 90 Kilometer pro Stunde rasen wir da jetzt hier lang. Mit Traktoren im Gepäck. Also noch 2 Stunden 22 Minuten Spielzeit sollen wir noch fahren hier. Gucken wir mal. Auf jeden Fall noch 142 Kilometer. Und ich muss aufpassen, dass ich die Spur noch halte. Das sieht irgendwie so aus, als würde ich noch Licht anhaben. Ja, aber guck mal, wenn ihr jetzt mal vorne ein bisschen auf die Straße guckt, ist mir immer so ein heller Schein. Und dann danach, okay, jetzt nicht mehr. Es wird wahrscheinlich am Asphalt gelegen haben. Oder an der Sonne, was weiß ich. Wir müssen auf jeden Fall jetzt auch mal den LKW hier vor uns überholen. So langsam sind wir nicht. Und ich hoffe mal, jetzt knacken wir auch mal bei unserem Level, nämlich mal endlich mal Level 5. Das wäre auf jeden Fall mal gut. Dass wir da endlich mal ein bisschen weiter hochkommen. Wir sind ja immer noch Neulings. Soweit ich weiß, ja, müssen wir eigentlich noch. Und ja, da wird auf jeden Fall mal Zeit, dass wir mal ein bisschen aufsteigen. Vielleicht dann Amateur oder so. Oder Anfänger. Kann auch sein. Gucken wir mal. Und hier ist ein kleines Schildchen mit Radarkontrolle. Aber wir fahren ja 88, deswegen alles super. In 500 Meter kommt schon die nächste Tankstelle. Aber diesmal fahre ich nicht raus. Weil wir müssen nur nicht tanken und schlafen. Brauchen wir auch nicht und könnten wir auch gar nicht, weil wir da unsere Lieferung sowieso erstmal abladen müssen. So, jetzt genau aufpassen. Jetzt wurde es nämlich gerade ganz schön eng. Wunderbar. Ach, diese Tankstelle finde ich irgendwie so nice. Ach ja. Es fährt auch die Autobahn, nimmt schon ein bisschen an Steigung mit hoch. Ja, mit hoch. Jedenfalls geht die Autobahn ein bisschen steiler nach oben. Und die Tankstelle war ein bisschen weiter unten. Jetzt hatte ich auch noch schön nach oben geführt. Ist auch toll. Auch toll gemacht. Boah, was ist denn da hinten? Boah, wie sieht denn das aus? Irgendein Kraftwerk oder so. Irgendwie seltsam aus. Am Mist, fahren wir gerade in den Tunnel, ja. Ich sehe das jetzt so schlecht. Na, kann man nicht wirklich erkennen. Aber wir sollten auf jeden Fall mal Licht anmachen. Auch der Tunnel sieht ganz cool aus. Das ist auch gar nicht so dunkel.
Eigentlich können wir das Licht auslassen. Das sieht man eh noch genug, aber wir lassen es mal lieber an, nicht, dass wir noch eine Strafe bekommen. Ja. Bloß weil wir das vergessen haben, oder vergessen, dann nicht wirklich, aber einfach ausgeschalten haben, das Licht, das wäre dann ein bisschen blöd. Aber jetzt können wir es ausschalten. Oh ja, die Busse überholen uns. Schön, der nächste Parkplatz in 200 Metern, krass. Ach, jetzt sind wir schon an der Grenze. Geil, Leute, endlich mal in ein anderes Land. Alter, da fahre ich jetzt echt mal runter hier. Alter, sieht das krass aus. Irgendwie cool. Ja, und jetzt sind wir, so wie es scheint, in den Niederlanden. Noah. Boah, das war knapp gerade. Aber ich hatte es erst zu spät gesehen. Wartet mal, Leute, kurz. Aha, also. Niederlande 50 in der Stadt. Ja, wir sind müde. Ja, irgendwie außer der Stadt 80. Auf Landstraßen oder so 100 und auf Autobahn 130. Ja, das knacken wir sicherlich nie. Deswegen einfach weiterfahren. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das auch jetzt richtig so ist, wie im echten Leben. Oder ob das bloß so hingeschrieben wurde. Aber ich finde die Tafel auch nicht schlecht. Ist auch wieder was Schönes Neues. Und die Vogelschirme dort oben sind auch cool. Und ein Ballonschiff dort oben. Auch krass. Oh, und hier rechts Sonnenblumen. Verdammt viele sogar. Das sind ja wirklich verdammt viele. Boah. Aber wir haben auch gar nicht mehr so weit jetzt bis zu unserem Zielort. Krolingen, oder wie hieß der? Haben wir das nicht merken? Krolingen, ja. Alter, was ist denn das hier für eine Statue oder was das sein soll? Sieht aus wie mehrere Bowlingkugeln irgendwie so zusammen. Ach, keine Ahnung. Aber auch krass, diese Teile. Ja, ich weiß, dass du müde bist, aber das wirst du noch aushalten jetzt. In Groningen gehen wir dann gleich pennen. Ja, wir haben noch 1 Stunde 10 Minuten. Und dann müssen wir pennen. Euer rechts ein Traktor. Auch krass. Jetzt haben wir auch mal kurz das Ziel ein bisschen gesehen hier auf dem Navi. Das war ein bisschen weiter links. Ne, die ganzen Details. Auch hier ein Fahrradfahrer ist dort lang gefahren. Alter, sowas hatten wir früher niemals. Erster Aufenthalt in Groningen. Also richtig krass. Auch die Schilder verdammt besser geworden. Also, mich beeindruckt euer Truck Simulator 2 immer mehr, immer mehr. So, wir müssen jetzt auf alle Fälle links. Alter, wie krass das aussieht. Geil, einfach nur geil. Sieht man auch mal, dass man in einem anderen Land ist und nicht in Deutschland. Und ich denke mal, jetzt probiere ich auch mal ab und zu. Boah, Alter! Mann! Alter Kollege, ey, das war verdammt knapp. Ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, der bammt und voll rein jetzt. Nee, ich werde versuchen jetzt auch in Zukunft jetzt ein bisschen andere Länder mit reinzufahren. Vielleicht dann auch gleich, wo ist das eigentlich? Ja, gehen noch. Welches andere Land? Belgien könnten wir vielleicht demnächst mal fahren, je nachdem, ob hier zur Verfügung ist. Fahrten. Boah, Alter! Du irrer Kracker, ey. Geht da voll auf die Klötzer. Mann, Alter. Ja, jetzt war er einfach bei Rot. Ist auch cool. Schaden 3%. Das wird ja immer besser hier. Also Leute, in der nächsten Aufnahme werde ich da garantiert mich mal wieder in die Werkstatt begeben. Und mein LKW wieder ein bisschen reparieren lassen. Weil das ist schon wirklich ein bisschen krass hier. So,
So, wir brauchen nur 9 Minuten. Wie lange hat der noch? 56 Minuten. Okay, das passt. Hier auch die schönen Streifen wieder und die Straßenschilder. Einfach cool. Oh, wir müssen schon links. Ja, wahrscheinlich auf irgendeinen Bauernhof. Das ist klar, dass da die Traktoren drin und hin müssen. Und jetzt rechts wieder diese Sonnenblume, ey. Einfach nur krass. So, und ich versuche jetzt auch wieder einzuparken und ein bisschen EP-Punkte noch mehr aufzusammeln. Oder zu erhalten, besser gesagt. Na, die Traktoren müssen wir erstmal wieder gerade bringen, den Anhänger. So, jetzt müssen wir zurückstoßen. Wie der Motor klingt. Aber wir können eigentlich ganz gut einparken, hätte ich nicht gedacht. Aber passt eigentlich wunderbar. Ich versuche jetzt noch richtig gut ranzufahren. So, das passt aber jetzt. Ja, toll. T. Bitte, bitte lass es Level 5 sein. Komm schon. Ja, ja, ja. Super. Jawohl. Was? Enthusiast. Okay. Wir sind jetzt Level 5, jawohl. Okay, fortfahren bitte. Wir haben also wieder einen neuen Fähigkeitspunkt. Nehmen wir noch eine... Wir machen mal Fernfahrten jetzt mal eins hier. So, anwenden. Gut, Leute, da sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Schönen Tag noch und wir sehen uns wieder beim Let's Play Euro Truck Simulator 2 oder schon bei einem anderen. Und sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss.